Team, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Sonntag. Elisa sieht sich schon im Display. Wir haben es aktuell gerade so, ja, genau 23:45, also 11:45 Uhr, und wir haben leider noch nicht gefrühstückt. Ich bin aber schon fertig angezogen, weil wir fahren heute zur Baby-Expo. Ja, Baby-Expo. Ich habe ja auch dafür zwei Karten verlost, also 2x2 Karten, also 4 Karten. Die Gewinner sind natürlich schon ermittelt, und zwar das Ganze gegenüber Instagram. Also wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt und solche Sachen nicht verpassen möchtet, dann macht das doch gerne. Ich heiße dort Miss Diana Diamanta. Und ja, heute werden wir hinschauen. Ich habe es leider vorher nicht geschafft. Freitag war ich ja mit der Anna unterwegs. Also habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen. Also die Anna Birdie, mit der habe ich mich getroffen, weil die hatte irgendein Event hier. Und dann haben wir sich das gleich zu, quasi zunutze gemacht, uns zu sehen. Wir sind ja sehr gute Freundinnen geworden. So, meine Hand, meine Kamera ist schon schwer. Meine Hand tut weh. Auf alle Fälle müssen wir jetzt noch frühstücken und dann uns so langsam fertig machen. Also soweit, so gut sind wir eigentlich schon angezogen, wie ihr sehen könnt. Die Lisa hat jetzt auch diesen Ananas-Onesie an. Mach das, das hier, das ist kaputt. Wie macht die Tür kaputt? Die Tür kaputt? Zeig mal dein schönes Kleid. Zeig mal dein schönes Kleid. Die Lara hat auch ein hübsches Kleid, auch von Primark. Schmetterlinge, oder? Hast du drauf? Blumen. Und Schmetterlinge. Und Blumen. Ja, genau. Und hinter mir ist ein Chaos. Mama, so viel dazu. Ich habe keine. Oh, geil. So geil. Anziehen. Sie haben eine Jacke. Die Lara spielt so richtig so Rollenspiele, so richtig gut mit ihren Playmobil-Figuren oder mit allen. Barbie auch, gell? Ja. Ja, das ist das typische Alter. In 3 Jahren sind sie so richtig so auf Rollenspielchen und ja. Gut, meine Lieben, wir werden jetzt gleich was frühstücken. Der Papa hat mich in den Schrank, warte, ich zeige euch das. Ich habe jetzt gerade Boden gewaschen, nicht, dass ihr euch wundert. Kann ich schon zeigen? Bist du hier noch? Hey, Papa hat mir ein Chaos hier hinterlassen. Der Papa hat nämlich gerade das hier umgebaut. Tada! Also er hat, wir hatten hier früher auch so wie bei uns so Regale, und jetzt habe ich gesagt, nee, ich möchte bitte Körbchen haben, weil es auch besser ist für die Mädels, die kommen dann auch besser dran. Und ja, Problem ist, wir haben jetzt noch diesen einen großen weißen Korb, seht ihr, der ganz lange, ist halt die Frage, was wir mit dem machen, gell? Ja, muss ich überlegen, auf jeden Fall, seht ihr, das sind die ganzen Klamotten der Mädels, und die muss ich dann hier einräumen, weil, aber wir brauchen noch 2 Körbe, weil wir haben uns verschätzt. Ich dachte 3 pro Seite, aber es gehen sich locker 4 pro Seite aus. Und hier sind da die ganzen T-Shirts und Kleider, die dann hier so hängen. Und so ein Zwischenregal haben wir auch. Ja, so viel dazu. Hat der Papa schon fleißig gemacht. So, mein Frühstück ist fertig. Also, da sieht man fast nichts. Das ist ein Porridge. Was habe ich hier denn gegessen? Ich habe sie noch nicht gegessen, ich habe sie da reingeschmissen. Aber ich wollte auch nicht haben. It's too late. Die Michelle isst Fruit Loops. Und was siehst du da noch? Erdbeeren danach. Erdbeeren. Und die Lara isst... Fruit Loops, genau. Das heißt so, Unicorn Fruit Loops. Schau. Siehst du? Die Lara isst ein Salami-Brot, oder Lara? Genau. Ja. You know. Und ich esse mir ein paar Bits. Yes. Und Lisa ist in meinem Arm und greift nach der Kamera. Ja, ja, ja. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg. Meine. Das ist nicht nass. Nee, das haben wir gewaschen. Komm. In der Waschmaschine. In der Waschmaschine, ja. Yes. Waschmaschine. Jetzt gehört aber Waschmaschine. So, Lale. Ja. Wir wieder haben. Die Lisa ist auch angeschnallt, die Michelle ist jetzt hinten. Hinten? Mama. Was? Machst du? Hi! So, und der Patrick geht nicht mit. Haare im Mund. Der Patrick geht nicht mit. Der hat natürlich keinen Bock auf Baby-Expo. Und der bleibt dann zu Hause, was ihm eh geliebt ist. Achso, scheiße, ich hab was vergessen oben. Na, ich komm gleich wieder. So, wir sind da, wie ihr sehen könnt. Endlich! Schauen wir mal. Wir müssen zu den Tickets. Passt ja. So, warte, gut. Und ich habe die Lisa in der Trage natürlich, weil sonst müsste ich sie immer schleppen. Ja, das haben wir auch zu Hause, stimmt. Hast du Platz?
Da kann man Burger machen, schau. Du magst nicht? Ich mag nichts anpassen. Also? Bist du schon zu groß für Play-Doh? Kinderschminken gibt es ja auch. Die Michelle hat sich jetzt eine Katze gewählt. Und die Lara will ein Schmetterling, oder Lara? Papa, bist du beim Bila hier? Na gut. Ja, dann machst du das. Gib mir die mal. Ich stehe hier für dich an, Lara, okay? Bitte, schaut euch mal die Michelle an. Oh, wie schön! Und die Lara? Oh, oh mein Gott! Aber mich kann man fast gar nicht erkennen. Ja, Lara, lass den Kleid runter. Komm, geh mal weiter. Nein, Papa, magst du nicht? Also, schön, Papa. Oh mein Gott! Wie schön! Oh. Komm, Lara, komm. Die mag nicht. Mach du, Papa. Kannst du deine Hüse geben? Nein, das ist ab 12 Monaten erst. 12 Monaten? Okay, klar. Okay, Papa, was ist? Oh nein. Yay! Nimm Brei mit Früchten. Darf ich auch? Ja, natürlich. Ab 6 Monate, Brei mit Früchten. So, mal schauen. Nein, yay! Danke. Magst du auch Fett? Ich glaube, man muss drin. So, wir sind jetzt schon fertig. Schaut euch mal den Papa an. So viele Goodie-Bags haben wir bekommen. Mega. Und die Kinder sind jetzt gerade noch hier beim Family Fun. Schaut, da sind sie gerade runtergerückt. Nochmal. Auf meine Anpassung noch 20 Tage. Gehen wir noch ein paar Runden. So, und wir warten noch, dass die Mädels fertig spielen und dann gehen wir schon. Wo ist deine Tasche? Hier, wohl. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder daheim. Oh, und ich habe abgestimmt. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr das sehen wollt, was da drinnen ist. Ein Foto, soll ich das zeigen? Schaut mal, die Lara ist die Treppe runtergerutscht. 2 Treppen. Und? Tut das weh? Bist du ein armer Hase? Sie schaut sich jetzt im Spiegel an. Oh, du armer Schatz. Ja, du bist echt arm. Ja, wir brauchen. Ja, das muss ich mal wieder Ordnung machen. Auf alle Fälle wollte ich euch zeigen, was wir denn alles bekommen haben als ja, Geschenke, Goodies und keine Ahnung. Schauen wir mal, was drinnen ist, Lara. Schauen wir mal, was drinnen ist. Schauen. Hier, mach auf. Da, leer es aus. Okay. So, leer es aus. Oh, cool, ein Früchteriegel, feuchtlicher. Hey. Ah, Waffe. Eine Stifte. Mann, cool. Was ist das denn? Was war das? Ja, ein Body für zwei. Viele Giraffen, wir haben schon so eine Giraffe. Und das ist ein Wasserball, oder? Ja. Yeah. Also da drin waren 2 Feuchtücher, sowas kann man immer gebrauchen. Feuchtücher, hallo. Ein Wasserball, ein Früchteriegel, der schmeckt sehr lecker. Welchen? Natürlich. Kannst du ihn selber aufmachen? Warte, ich mache ihn dir auf. Warte, mach auf. Das ist so ein Riegel mit so Esspapier. Sicher. Bitte. Darf ich ein Stück haben? Nein. No. Okay. Nein. No. Teilen kann ich aber nicht. Da ist ein T-Shirt mit der Giraffe, sein Unterleibchen. Und sowas haben wir 2-mal bekommen. Ich habe auch 1 bekommen. Das ist deine. Das ist meine? Ja. Also nochmal der ganze Spaß. 2. Oh, noch viele. Ja, viele. Meine Mama. Juhu, nochmal Buntstifte. Und nochmal Feuchttücher. Und nochmal Früchteriegel. Und nochmal ein Sack. Yay. Schau mal, da kann man sich bei diesen Baby Vita kostenlos anmelden. Papa. Das wusste ich gar nicht. Das ist aber neu. Das ist Mama und das ist Papa. Achso, hat sie gesagt, das sind 2 verschiedene. Mach mal auf, was drinnen ist. Komm, ich tue mir eh so schwer einhändig. Ich schaue einmal an den Jausenbuch. Eh? Können wir ihr den Kindern geben? Wow, ich glaube, die ist von Tupperware, oder? Blue Jeans. Nein, oder? Ich dachte, das ist ein Center. Das ist von Original Tupperware, schau.
Siehst du, da ist das Logo von Tupperware drauf. Das ist für die Lara urgut, weil die Lara hat immer kleine Jause dabei. Die Tasche gehört der Papa, haben die gesagt. Ja, Entschuldigung, du isst ein bisschen mehr. Oh. Babybrei. Das war der Löwenzahn Papa. Organics. Chips bekommen, das werde ich gleich fressen. Aber Löwenzahn Organics sagt mir was. Chips? It's big man. Brother! Wohl, wohl. Brother, Bruder, oder? Oder egal. Okay, Flyer sind langweilig. Was gibt's noch? Gesundheit! Gesundheit! Löwenzahn Organics. Das habe ich schon mal gehört davon. Gib her, das sind so Babybrei. Und Milch und so. Cool. Mama. Kein Schoki? Nein. Das ist kein Schoki, das ist ein Früchtebrei. Dann ist das Biest da. Bübchen. Dann hat der Papa hier. Hey Papa, Bausteine. Bio-Bausteine. Ja, schau mal, Lara, ein Spiel. Flächenlöschen. Ja. Mit vom Mini. Von Mini. Cool. Wir haben aber ein Opel, Schatzi. Das ist jetzt aber nicht gut. Wir machen die Werbung für Mini. Noch Opel. Okay. Schöne Haare, Mama. Für schöne Haare. Ja. Weil ich schon einmal gearbeitet habe, dann weiß ich, was da geht. Also, Baba, was gibt es hier noch? Kugelschreiber. Eine Münze von der Gewalt der Lama für Wagen. Oh Gott, wie viele Sachen. Leer mal aus. Mama. Bonbon. Nee, da gibt es schon. Das ist was riecht, Papa? Aftershave Balsam. Was riecht, Papa? Und Sebamed. Ja, leg's hin. Papa. Was? Aftershave Balsam. Boah, das riecht gut, Lara, wirklich. So, wir schauen mal, was bei Mama drinnen ist. Danke. Oh, schau mal, Michelle. Das ist dieses Ding. Tupperware. Ah, ja. Das ist auch original Tupperware. Ja. Voll cool, aber für dich ist es zu wenig, oder? Ja. Ich gebe die Lara die Michelle Blue Jeans von Papa. Das ist auch zu klein. Das ist eher was für die Lara. Für die Michelle reicht das nicht. Die isst mehr zu Hause. Hey. So, was gibt's hier noch? Okay, ein Zeitschrift. New Mom. Von dem Stand New Mom haben wir das Ganze bekommen. Das ist voll cool. Gar kein Platz mehr hier. So viele Sachen. Eigentlich können wir das so einkaufen. Ein Nivea Kopf- bis Fußwaschgel. Ja, Michelle. Dann ist hier noch so ein Löwenzahn Organics Baby Bio-Brei. Bio-Baby-Brei. Voll cool. Für die Luisa hat mit dem Babybrei angefangen. Schon machen wir so viele. Was ist hier noch? Magnesium. Das ist für dich gut, Baba. Magnesium? Von Tete Sepp. Ein Journal. Ist da noch was? Auto? Kein Auto. Das habe ich mir auch angeschaut. Den Duna, der ist so cool, dieser Kinderwagen. Auch ein Schlüsselanhänger und ein. Hey, schau, ein Babybip. Für die Luisa, das ist cool. Weil dann kann sie, wenn sie sabbert. Ein Babybip von RG. Aber ich habe auch eine. Du hast auch eine? So. Ein Tuch? Voll coole Sachen haben wir bekommen. Das haben wir, dann haben wir einen Liner-Teddybär. Bitteschön. Liner. Das ist deine? Das sind jetzt zwei. Dann vom Pumpkin Organics haben wir auch solche Brei bekommen. Tupperware, das sind ein Orangenschäler. Hast du gehört? Dann noch mehr. Mama, darf ich dann dieses Essen? Ja, ja. Dann noch mehr so Brotdosen. Dann hat die Michelle auch Ringe gewonnen, bitteschön. Wie vom letzten Mal. Ja, du hast auch Ringe bekommen, stimmt. Und wieder noch so Pumpkin Organics und solche Taschen. Das sind echt gut, diese Taschen. Eine Zeitschrift, neues Leben, wir sind schwanger. Naja, wir kennen das schon. Wir waren schon viermal schwanger. Ach so? Ja. Ich nicht. Nee? Ah ja, dann haben wir noch das hier. Das haben wir gewonnen beim Milupa-Stand. Brei mit Früchtchen hat der Papa genommen für die Luisa ab 6 Monate. Und das habe ich dann genommen. Grießbrei mit Vanillegeschmack, auch ab dem 6. Monat. Würde man... Was ist das? Das ist ein Tuch für alles. Das sieht doof aus.
Dann haben wir noch für, das kann die Luisa, die Lara trinken, weil das ist ab 12. Warte, gut, das ist nie. Vielleicht schmeckt es ihr nicht, gell? Schmeckt es ihr nicht? Und der Papa Bier hat nicht gefunden. Das ist ein Milupa-Brei ab 12 Monaten. Aber ich will das nicht hin. Was haben wir denn noch da? Ein T-Shirt. Hey, Michelle, das kannst du zum Schlafen verwenden. 9 bis 11 Jahre. 9 bis 11? Ja. Ich bin nicht mal so alt. Mit Werbung für Thermenhotel Lutzmannsburg. Dann haben wir da Lara dein Getränk. Da ist ein Yippie Water. Nochmal so ein Milupa. Darf ich das Sophie geben? Ja, gibst du Sophie. Die Papa hat sich was zum Trinken. Darf ich das trinken, Schatzi? Warte. Villa Milde Orange. Ja. Und noch mehr Feuchttücher. Voll viele Gutscheine noch. Oh mein Gott, das war's eigentlich. Der Rest ist nur mehr. Nur mehr so Prospekte und Zeitschriften. Das finde ich immer mega cool, dass Milupa also nicht nur so Pröbchen gibt, sondern richtige 2 Pakete. Und das finde ich auch cool. Ich habe von diesem Brei gehört, aber noch nie getestet. Milchfrei, das ist cool, weil das wäre was für die Lara gewesen damals, als sie noch ein Baby war. Aber die Lara hat sowieso nicht so gerne Brei gegessen. So, wir essen jetzt alle. Die Luisa bekommt hier 2 Diamanten. Jetzt ihr im Wasserbad. Machen. So, hier schaut ein bisschen schmutzig aus, Papa. Papa hat seine Suppe schon gekocht. Du magst immer keine Suppe. Die Kinder essen alle Suppe. Und ich esse Reis mit Backfisch. Oder ich mag auch ein bisschen Suppe. Darf ich auch ein bisschen Suppe? Na, du darfst nicht. Das schaut lecker aus. Darf ich nie? Der Papa ist hungrig. Das ist eine dumme Frage. Darf ich nicht? Na, du darfst nur rauchen. Rauchen? Der Papa ist eine Diva, wenn er hungrig ist. Ja. Ich will kein Fleisch. Ja, dann lass es hinterher. Ich kann nicht jetzt raus. Möchtest du einen Snickers? Du bist mit Fleisch, du bist keine Fleisch. Die lacht mich aus. Der Papa ist schlimm. Wieso hast du den Herd ausgeschalten? Mama! Wie glaubst du, machen das warm? Papa, hab ich eine Suppe gegeben? Ja. Darf ich auch Suppe essen? Ja. Danke, Lara. Was ist mit dir? So, wir nehmen jetzt diese Eier und gehen zu der schwarzen Henne, weil die ist gerade eine Bruthenne oder Legehenne, wie das heißt. Die schwarze liegt da seit ein, zwei Tagen. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass sie gerade... Ah, da hör ich mein eigenes Wort nicht mehr. Ja, brütet. Sie brütet. Also sie hat aber keine Eier unter sich. Und der Papa legt sie jetzt raus. Mama, wir könnten auch die Enteneier drunter legen. Nein, Michelle, ich glaube nicht, dass wir einen Enterich haben. Wir haben, glaube ich, nur Weiberleins. Oh, aber wie machen die Enten das? Michelle, die Enten müssen das auch selber machen. Wenn sie so weit sind, dann legen sie sich selber drauf. Papa hat jetzt nämlich den Stall sauber gemacht und... Seht ihr diese HelloFresh-Wolle, die haben wir drinnen gehabt bei den Enten. Und jetzt holt der Papa das Heu und macht es in diese Kiste rein, damit er die Bruthähne rausholt. So, die Mama-Henne ist draußen. Schau, da ist sogar ein Ei. Ein grünes. Ja, Michelle, passt schon. Pass auf, die Sophie ist so. Ja. Das ist nochmal. 2, 4, 6, 8. 11. Machen wir 10, oder? Sophie kommt hinterher, Papa. Bitte. 10. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt zum Vlog verabschieden. Ich habe jetzt nämlich gerade die Mädels gebadet, die 2 Großen. Und warte, jetzt nicht kommen. Ja, knackig. Gut, ja, warte kurz. Ja, gleich. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.